Im Albtraum-Modus wird es ja interessant, wenn man Hardcore spielt. Aber Neuerwittstock ist jetzt endlich im Albtraum-Modus. Ich bin schon Level 33, habe jetzt 700 DPS und 6700 HP. Hab 200.000 Gold, aber die Schatztruhe noch nicht ausgebaut voll, weil ich das Gold wahrscheinlich später fürs AH brauche. Ich möchte diesen Witchdoktor unbedingt auf Level 60 spielen, Paragon-Level farmen, damit er schön Gold verdienen kann, damit ich mir so ganzen Quatsch leisten kann wie eine volle Schatztruhe. Hab hier vorhin mit diesem Witchdoktor diesen schönen Helm gefunden, auch eine Zeit getragen, jetzt ist er zu schwach. Kann ich vielleicht für einen Barbaren nehmen. Hab einen Barbaren auf Level 18, dann wird er wahrscheinlich gut passen mit Vitality und Strength. Für den Bossfight gegen Diablo habe ich natürlich wieder einen Edelstein in den Helm gesetzt, den ich jetzt trage, welcher mir Leben gibt. Jetzt nehme ich wieder den Edelstein mit dem XP-Bonus. Das ganze Umsockeln kostet ein bisschen Gold. Was muss man sich denn halt leisten? Mit dem Patch 1.05 soll ja eine Möglichkeit kommen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man die Monster stärker machen kann. Wahrscheinlich, dass sie mehr XP bekommen. Dass sie mehr HP bekommen und man selber mehr XP bekommt, wenn man die umlegt. Damit würde Hardcore erheblich einfacher. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch nicht die Ausrüstung habe, um an ein neues Gebiet zu kommen, aber vom Bossfight noch ein oder zwei Level machen möchte, dann kann ich dann damit also Monster verstärken, dass sie trotzdem noch locker umhaue, im Zusammenhang, dass sie mich nicht so umhauen können, weil die hoffentlich nur mehr HP bekommen und nicht mehr Damage machen. So dass ich dann ohne dasselbe Gebiet x-mal abrennen zu müssen, noch relativ fix aufsteigen kann. Bis ich dann bereit bin für einen Bossfight. Ja, ich spiele mit den beiden permanenten Pets, den Zombie-Dogs, natürlich die jetzt ein bisschen Leben für mich absorbieren, ein bisschen Schaden absorbieren, dass ich also effektiv mehr Leben habe, solange die Zombie-Dogs leben. Ein Gigaganschen. Da weiß ich noch nicht, ob ich den nehmen soll, dass der jetzt in der Nähe von Elite-Monster mehr Schaden macht oder jetzt meint, habe ich den, der allgemein ein bisschen mehr Schaden macht. Die primäre Skill sind die Frösche. Benutze ich relativ selten. Die kosten jetzt kaum noch Mana mit dem Patch 1.04. Das ist wirklich nett. Die kann man spammen ohne Ende. Aber die haben eine kurze Reichweite und sind nicht so bequem in der Bedienung. Splinters. Ist ja nur gut, also dieser Poison hat gegen einzelne starke Ziele, ist mein Spell gegen Bosse und vielleicht gegen Elite-Monster. Ein Haupt-Damage-Dealer ist Acid Cloud. Das zeige ich mal. Da habe ich die Rune genommen mit dem größeren Radius. Und diese normalen Monster hier, die brauchen ein, zwei, maximal dreimal so eine Acid Cloud und sind dann weg. Und den Rest mache ich dann mit dem Poison halt fertig. Und ich habe natürlich noch Soul Harvest. Kann ich in der Nähe vom Monster rennen, Soul Harvest casten, dann wird dann für 30 Sekunden deutlich stärker. Ich habe die Rune genommen, dass ich beim Casten von Soul Harvest ein bisschen Leben auflade. Das heißt, ich kann es als Ersatzpotion benutzen, wenn die Potion gerade im Cooldown ist. Ich habe nicht den Spell, dass ich einfach mal schnell durch eine Wall vom Waller-Monster durchlaufen kann oder allgemein durch Sachen durchlaufen kann. Das rettet mich zwar in schwierigen Situationen, aber ich habe lieber die Spells und spiele vorsichtig, als dass ich dann darauf angewiesen bin, mich mal schnell zu retten. Allerdings habe ich als passiven Skill natürlich Spirit Vessel. Das ist also, wenn ich einen Totschlag erleide, dann doch nicht sterbe, dann für 2 Sekunden eben durch Objekte laufen kann und wieder 15% Leben aufladen. Das rettet eigentlich immer, weil man danach 90 Sekunden Cooldown drauf hat. Man braucht dann wirklich Ruhe, also man kann es einmal, ne also es wird automatisch aktiviert. Ich kann dann kurz in ein Gebiet rennen, wo man hoffentlich eine Verschnaufpause hat, dass vielleicht die Potion dann wieder verfügbar ist oder irgend sowas. Hat mir tatsächlich schon mit älteren Witchdoktoren zweimal das Leben gerettet. Natürlich ist ein weiterer passiver Spell Jungle Fortitude, dass ich weniger Schaden nehme. Das soll mit Patch 1.05 abgeschwächt werden. Dafür soll man allgemein weniger Schaden bekommen, zumindest im Inferno-Modus. Und mein anderer ist
die schnelle Mana-Regeneration und der größere Mana-Pool. Ich bin ein Fan von Skills oder von passiven Skills, die einfach immer wirken. Also ich will jetzt brauche jetzt nichts, wo ich dann in der Nähe, wenn jetzt in meiner Nähe Monster sterben, dass dann irgendwas ausgelöst wird, das ist mir zu riskant, dann immer bei den Monstern zu sein, wenn die gerade absterben. Nicht, dass ich dann irgendwie getroffen werde und selber aus den Latschen kippe. Ich will jetzt nicht aufpassen müssen, irgendwas aktivieren, ich will einfach einen Bonus haben. Ich habe noch nicht wirklich experimentiert mit den Heuschrecken und mit den Spinnen. Also der Witchdoctor hat dann noch ein paar andere interessante Spells. Die sind in 1.04 ordentlich gebufft worden. Die müsste man sich eigentlich mal angucken, um zu sehen, ob die was bringen. Im Moment hänge ich hier halt auf dem Acid Cloud vor allem fest als Massenschadensspell, dass ich den einfach in die Nähe reincaste und das meiste ist dann tot. Ja, es war auch eigentlich schon mein Status-Update zum Witch Doctor. Die Boss-Fights werde ich wohl auch wieder aufnehmen. Jetzt ab Albtraum-Modus. Im normalen Modus ist es uninteressant. Das ist alles relativ leicht. Hat man kaum echtes Risiko. Im Albtraum wird es dann doch schon ein bisschen anspruchsvoller. Ich spiele sehr langsam mit diesem Witch Doctor. Der ist schon Level 33. Bevor ich dann zu Diablo gegangen bin. Weil ich da keinen Bock habe, da den Bossfight zu stressig zu machen und das Risiko einzugehen zu sterben, nur weil ich zu schwach bin. Gut, wir sehen uns dann beim Butcher wieder.